Ich weiß nicht, was Sie anstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie unglücklich verliebt sind. Vielleicht leiden Sie still in sich hinein, vielleicht geben Sie den Drogen eine Chance, vielleicht helfen Ihnen lange Spaziergänge, ein neuer Hut, der Blick in den Sternenhimmel oder Sonderangebote der Touristikindustrie. Der Schriftsteller, den ich Ihnen heute vorstellen darf, meine Damen und Herren, Marie-Henri Bähl, den Sie gewiss besser unter seinem Künstlernamen Stendhal kennen, war häufig unglücklich verliebt. Am leidenschaftlichsten und, wenn man das so sagen kann, am unglücklichsten in die bezaubernde, die bildschöne, unglücklich verheiratete Gräfin Mathilda Dembowski-Visconti, die Mutter eines kleinen Buben. Das muss 1818 gewesen sein, in Mailand, das damals zu Österreich gehörte. Stendhal war Anfang 35, die Gräfin Mathilda 28. Mathilda teilte dem Autor schnell, nicht unfreundlich, doch sehr entschieden mit, dass sie seine Leidenschaft nicht erwidere. Ihr Herz schlägt zu dieser Zeit einzig für den Widerstand der Carbonari gegen die österreichischen Besatzer. Dafür wird die Gräfin sogar verhaftet unter dem Verdacht der Spionage. Und Stendhal, der leidet an sich selbst und an seinem Verhängnis und kanalisiert dann diesen Leidensdruck um in eine ausführliche Analyse des seelenkundlichen, des gesellschaftlichen Phänomens Liebe. Eine Art Teufelsaustreibung der eigenen Begierde. Daraus wird ein größerer Essay, De l'amour, über die Liebe, heißt der bezeichnende Titel. Das Werk erscheint 2 Jahre später in Paris. Doch da dort jeder denkt, er wisse selber über die Liebe bestens Bescheid, findet das Werk kaum Beachtung. Hätten die möglichen Leser oder Käufer das Buch in die Hand genommen, sie wären auf Fragen gestoßen, die sie sich selbst nie gestellt hätten. Stendhal war ein Virtuose der Selbstbefragung. Und was wird aus der bezaubernden, der bildschönen Gräfin, werden jetzt einige Zuseher fragen. Sie erzieht ihren Buben, den sie auf den Namen Herkules hat taufen lassen. Herkules ist damals schon 8, wird später, wie es sich gehört, erst Held, danach aber Astronom und erreicht immerhin, dass der Name seiner Eltern in einem Asteroiden verewigt wird. Zugegeben, das war jetzt eine sehr dramatische Einleitung, die eigentlich Ihre Aufmerksamkeit, verehrte Zuseher, nur auf jenen Autor, auf Stendhal richten sollte, dessen Namen Sie vermutlich am engsten und völlig zu Recht mit den Romanen Rot und Schwarz und Die Kartause von Parma verbinden. Doch es sind bereits Begriffe gefallen, die uns in der heutigen Sendung die Richtung vorgeben. Leidenschaften, Analysen, Erfolg, Anhänglichkeiten und Abhängigkeiten. Versuchen wir es der guten Ordnung halber einmal mit einer ersten biografischen Annäherung. Der Mann, der als eines seiner mehr als 100 Pseudonyme den Namen Stendhal wählte, Marie-Henri Bähl also, kam 1783, 6 Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, in Grenoble zur Welt. Sein Vater war Anwalt, ein wohl eher spießiger Königstreuer, der vergeblich darauf wartete, geadelt zu werden. 1789, im Jahr der Revolution, verliert Stendhal seine Mutter. Der Vater nimmt gleichsam umstandslos deren Schwester ins leere Ehebett. Der Bub verzweifelt an dieser Treulosigkeit und hofft, er ist jetzt 10 Jahre alt, dass die Ultras, die Radikalen der Revolution, dass die allseits gefürchteten Jakobiner seinen Vater aufs verdiente Schafott bringen. Diese Hoffnung trügt, es trügt aber auch eine andere, eine spätere Hoffnung, jene Erwartung nämlich, dass ihm der Vater bei seinem Tod viel Geld hinterlassen würde. Der Vater stirbt, das ist just in der Zeit seines großen Liebesschmerzes, doch von einem Vermögen findet sich keine Spur. Stendhal muss sich als Geldschreiber, als Journalist verdingen. Aber ich greife der Zeit schon wieder voraus. Wir müssen nämlich noch erwähnen, dass der junge Stendhal auch viel Zuneigung erfuhr. Sein Großvater, ein glühender Verehrer des Philosophen Voltaire, begeisterte ihn für die Gedanken der Aufklärung. Er förderte auch eine in der einschlägigen Literatur meist übersehene Anlage des jungen Mannes, nämlich die Liebe zur Mathematik. Stendhal hätte seinen Platz an einer gerade gegründeten, doch bereits berühmten Pariser Universität, der École Polytechnique, einnehmen können. Doch
Das scheint ihm nicht das wahre Leben zu sein. Das wahre Leben bedeutet zunächst, Theaterstücke zu schreiben und dann in den Krieg zu ziehen. Als Offizier unter Napoleon, das war der Anfang. Beim Dienstantritt im Jahre 1800 ist er gerade 17. Die Karriere führt ihn zunächst nach Italien, später in das Königreich Westfalen, dann zurück nach Paris, wo er für kurze Zeit als Intendant der von Napoleon zusammengeraubten Kunstschätze wirken darf. Selbst den Marsch nach Moskau erlebt er als Getreuer Napoleons und überlebt diese Strapaze. Auch das ist eine Auszeichnung des Schicksals. Die nächsten 15 Jahre sehen wir ihn fast ununterbrochen auf der Reise. Meist in Italien, dem Land, dessen Kultur, dessen Musik, dessen Lebensfreude ihn am meisten behagte. Stendhal war ein Mensch der Sinnesfreuden. Manchmal allerdings leider zu sehr. Schon als 18-Jähriger infiziert er sich an einer Geschlechtskrankheit, deren Behandlung ihn immer wieder zwingt, die Frauen nur aus der Distanz zu bewundern. Dabei gehören Passionen genauso zu seinem Leben wie das Schreiben, wie das detektivische Erkunden jener geheimnisvollen Mechanismen, die man so schlicht und einfach Gesellschaft nennt. Im Schreiben ist er zunächst eine Art alles, zumindest vielverwerter. Er verfasst Bücher über Musikgeschichten und über die italienische Malerei, bediente das immer populärer werdende Genre der Reiseliteratur, mischte sich in den Streit zwischen Romantikern und Klassikern, schlägt sich politisch gegen die Restauration, die in Frankreich nach Napoleons Sturz eingesetzt hat. Er hat zu vielem eine eigene Meinung und die meisten dieser Meinungen sind so originell, so auf den Punkt gebracht, dass viele von ihnen bis heute als Aphorismen überlebten. So recht populär wird er aber dadurch nicht. Doch es mehrt sich die Zahl der Insider, die auf ihn und seine Schriften aufmerksam werden. Und diese Zahl nimmt zu, als 1830 sein erster großer Roman erscheint, Le Rouge et le Noir, Rot und Schwarz. Rot und Schwarz. Die Farbe Rot steht entweder für eine republikanische Gesinnung oder für das Militär. Die Farbe Schwarz dagegen eindeutig für den Klerus. Der Roman verfolgt die Geschichte von Julien Sorel, eines ehrgeizigen jungen Mannes aus der französischen Provinz. Sorel ist hochbegabt, doch da von niederer Herkunft kann er gesellschaftliche Karriere nur über die Kirche machen. Also täuscht er Frömmigkeit vor. Er hält ein erster Schritt auf der Karriereleiter den Posten eines Hauslehrers beim Bürgermeister. Er beginnt ein Verhältnis mit der Frau des Bürgermeisters, das zu einem Skandal führt. Sorel flüchtet sich zu den Jesuiten und in ein Priesterseminar. Dann verschafft ihm ein väterlicher Freund die Anstellung als Sekretär bei einem Marquis in Paris. Jetzt bewegt er sich endlich in der Gesellschaft, nach der er sich immer gesehnt hat. Er verführt die Tochter des Marquis. Sie bekommt ein Kind von ihm, also muss sie den Verführer heiraten. Ihr Vater aber ist dadurch gezwungen, seinen Sekretär zu einem standesgemäßen Adelstitel und eben einem Platz in der Armee zu verhelfen. Der Erfolg scheint zum Greifen nahe. Da meldet sich plötzlich eine Stimme aus der Vergangenheit. Und hier breche ich die Nacherzählung ab, meine Damen und Herren. So etwas nennt man einen Cliffhanger. Dieser Roman, das werden Sie aus meinen Worten herausgehört haben, ist keine Lektüre für Freunde des französischen Klerus, der ländlichen Bourgeoisie oder der sozialen Oberschicht von Paris in jenen Jahren. Es ist eine schonungslose Untersuchung der gesellschaftlichen Aufstiegsmechanismen. Wenn man nur geschickt genug vorging und die notwendige Begabung hatte, war eben alles möglich. Das hatte ja Napoleon vor nicht allzu langer Zeit vorexerziert. Ich habe gerade schonungslos gesagt und möchte das Wort jetzt schon wieder zurücknehmen. Stendhal schrieb nämlich keinen Reißer. Im Gegenteil, er bleibt völlig unpathetisch. Balzac hat ihn sogar dafür gerügt einmal. Er ist vielleicht der erste Meister der Nüchternheit in seinem Sprachstil. Mit größerem psychologischen Einfühlungsvermögen sind zuvor auch selten Frauenschicksale beschrieben worden. Das bestätigte ihm kein geringerer als Simone de Beauvoir, die Gattin von Jean-Paul Sartre, als sie Stendhal ce tendre ami des femmes, diesen zärtlichen Freund der Frauen, nannte und zeigte, wie sich bei ihm das Romantische mit dem Realistischen verband.
Le Rouge et le Noir, Rot und Schwarz, führt uns in die französische Gesellschaft. Es stellt uns aber auch den Schriftsteller Stendhal vor. Der Roman ist sozusagen durchzogen von autobiografischen Adern und Äderchen. Wir finden aber mehr als nur realgeschichtliche Übereinstimmungen. Wir erhalten auch tiefen Einblick in die Hoffnungen, Sehnsüchte und Verzweiflungen des jungen Marie-Henri Bell, bevor der zu dem einigermaßen berühmten Stendhal wurde. Wie sein Held empfand der sich als ein gesellschaftlicher Außenseiter. Nein, nie intrigierte er auf die berechnende Art und Weise des scheinbar skrupellosen Monsieur Julien Sorel. Doch was ihn mit der von ihm selbst geschaffenen Figur verband, war jene Sehnsucht, dieses hemmungslose Verlangen nach Anerkennung, nach Selbstverwirklichung und dazu auch eine tiefe Verehrung für Männer, die das Schicksal herausfordern. Der napoleonische Typus eben, den Stendhal auch bei den Lichtgestalten der italienischen Renaissance oder den mutigen Führern der Carbonari verkörpert sah. Der Carbonari? Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, die von Stendhal so begehrte Gräfin Dembowski-Visconti war eine heimliche Anhängerin jener Geheimgesellschaft der Carbonari, die gegen die Macht der Habsburger und der katholischen Kirche kämpften. Gräfin Dembowski hieß mit Vornamen Mathilda oder Mathilda im Roman Rot und Schwarz, trägt die Frauensperson, die dem jungen Sorel zum Glück verhalf, den Namen Mathilde. So begegnet man sich wieder. Stendhal hat sich in mehreren Werken mit sich selbst beschäftigt. Das entsprach aber nicht so sehr einem hochentwickelten Narzissmus. Das verdankte sich vielmehr seiner Methode der literarischen Introspektion. Stefan Zweig, der Stendhal sehr verehrte, hat ihn für dieses Verfahren gerühmt und an die Seite des von ihm, von Stefan Zweig, noch höher geschätzten Lev Tolstoi gestellt. Das war eine Anerkennung, die unser Autor sehr geschätzt hätte. Leider kam sie für ihn persönlich zu spät. Die Anerkennung seines Kollegen Balzac, der 1840 den Roman Die Kartause von Parma begeistert rezensierte in der französischen Presse, diese Anerkennung durfte er dagegen noch erleben. Nur war seine Gesundheit da schon durch die Bemühungen seiner Ärzte so ziemlich vollständig ruiniert. 1842 starb er an einem Schlaganfall, wohl einer Folge der Syphilis und der medizinischen Kunst. Immerhin starb der Sohn eines einfachen Rechtsanwalts als Adliger, als Monsieur de Stendhal. Das Adelsprädikat hat er sich übrigens selbst verliehen.